Ja, hallo, herzlich willkommen. Darf euch begrüßen zu unserer Pressekonferenz vor unserem nächsten Auswärtsspiel. Es geht am Sonnabend zur SG Dynamo Dresden, Anstoß 14 Uhr im DDV-Stadion. Bis zu 2000 Hansa-Fans sind mit dabei. Und personell, Christian Brandt, sieht es richtig gut aus, das ist fast die Qual der Wahl. Alle fit, nicht mit dabei ist Marcel Zimmer, aber das wegen einer Gelbsperre. Ansonsten aber dürften alle gesund sein, oder? Ja, Hasan Ilker ist noch angeschlagen, hat noch Achillessehnenprobleme. Und Marco Kofler hat gestern das erste Mal wieder trainiert. Also mal schauen. Alle anderen sollten soweit hergestellt sein. Sehr schön. Dann könnt ihr jetzt eure Fragen stellen. Oliver Schubert. Na, dann vielleicht ganz kurz nochmal zu den angeschlagenen Spielern bzw. langzeitverletzten Tommy Grobe, Silvanovic, da liest man ja immer mal wieder, dass sie was machen. Kann man mit den beiden diese Saison noch rechnen? Weil dann gehen wir tatsächlich auf die Zielgeraden. Ich glaube, wird eng. Also denke ich eher nicht. Vielleicht ein, zwei Spiele vor Schluss noch, aber wir haben auch noch nicht am regulären Mannschaftstraining teilgenommen. Im Moment glaube ich es eher nicht. Vom Gefühl her eher negativ. Jan Dittjugend, NDR1 Radio MV. Also beim Blick auf die Tabelle sieht das ja nach einer relativ klaren Verteilung der Favoritenrolle aus. Beim Blick auf die Rückrundentabelle sieht das schon anders aus. Wo liegt denn nur die Wahrheit? Ja, Dynamo Dresden natürlich mit Abstand die beste Mannschaft und auch den besten Kader in der gesamten Liga. Und haben auch, glaube ich, bis jetzt eine hervorragende Rolle gespielt. Also werden den Erwartungen vollends gerecht. Fußball ist ja auch immer so ein Momentum. Und ich glaube, da ist die Tabellenkonstellation für uns gar nicht so ausschlaggebend, sondern einfach dem Augenblick geschuldet, da sind wir gut drauf. Dynamo Dresden ist eigentlich die gesamte Zeit schon gut drauf. Und von daher wird es sicherlich ein sehr interessantes Spiel. Wobei man klar sagen muss, Dynamo Dresden ist natürlich Favorit. Man hört ja von fast allen Mannschaften in dieser Saison so einen Satz wie, in der Liga kann sowieso jeder jeden schlagen. Das trifft sicherlich auch zu, aber hat Dynamo Dresden vielleicht doch nochmal eine Sonderstellung? Ja, also wir haben jetzt auch in der Rückrunde gegen Erfurt verloren. Sie haben gegen Aalen nur einen Punkt geholt, sie haben gegen Stuttgarter Kickers zu Hause nur einen Punkt geholt. Also es ist schon möglich. Man sieht einfach auch von der Spielanlage, halt so wie Dynamo Dresden Fußball spielt, das lässt sich sehr gut anschauen. Da ist richtig Qualität auch in der Mannschaft. Aber es ist keineswegs so, dass man ihn nicht besiegen kann. Senke? Schon erledigt, okay. Olli nochmal. Marcel Zimmer hat die fünfte gelbe Karte jetzt bekommen. Spielt das sogar ein Stück weit in Anführungsstrichen in die Karten, weil man vielleicht doch nicht ganz so offensiv in Dresden anfangen würde, dass man da nicht mehr so ganz die Qual der Wahl hat, wen man jetzt draußen lässt, dass sich das im Prinzip von allein geregelt hat? Und natürlich anschließend dann die Frage, lieber in dem Spiel die Karte absitzen, als vielleicht in den kommenden Spielen, wo es vielleicht um ein bisschen mehr geht? Nee, keineswegs. Also die Sperre hat keinen Einfluss darauf, wie wir das Spiel angehen wollen. Es ist nicht so, dass wir hinfahren und uns da verstecken wollen. Und ich möchte auch von der Mannschaft einen mutigen Auftritt. Ich möchte sehen, dass sie eine offensive Haltung einnimmt und dass wir Dynamo Dresden beschäftigen. Weil ich glaube einfach nicht daran, dass es gut ist, ja, 80 Minuten hinten zu stehen und darauf zu warten, dass der Gegner irgendwann mal ein Tor erzielt. Also ich glaube, wir sind oder können so selbstbewusst sein, dass wir auch nach vorne spielen und auch nach vorne Akzente setzen. Und das möchte ich auch von der Mannschaft sehen. Ich möchte einen richtig, richtig mutigen Auftritt, auch mit Geschwindigkeit wieder nach vorne und aber dann mit der gleich guten gesamtheitlichen Defensivordnung wie in den letzten Spielen. Dennis Erdmann trifft ja auch seinen ehemaligen Verein, eine besondere Beziehung zu dem Verein. Muss man ihn vielleicht sogar ein Stück weit einbremsen, dass er vielleicht nicht zu übermotiviert ist, weil er es vielleicht allen so ein bisschen zeigen will? Nein, glaube ich nicht. Also das ist ja, mein Gott, im Fußball ist es doch immer so, der eine hat mal da gespielt, dann hat der andere mal da gespielt und ich wusste nicht mal, dass Marcel Zimmer jemals in Wien Wiesbaden gespielt hat. Also dann, keine Ahnung, nächste Woche hat dann wieder, keine Ahnung, Christian Dorde, gegen wen spielen wir nächste Woche denn? Preußen Münster? Ja, aber in zwei Wochen. Oder irgendeiner hat dann noch bei Mecklenburg-Schwerin gespielt mit 10 Jahren oder so. Also das ist im Fußball ja immer irgendwie, dass einer mal überall gespielt hat. Adrian Wittwer von der Bild-Zeitung. In Dresden und würden gerne auch selber spielen. Was macht denn das Spiel so aus? Ja, es ist natürlich ein Klassiker. Es sind zwei richtig gute Namen auch für die dritte Liga und natürlich die Zuschauerkulisse. Ich glaube, in dem Stadion, wenn da 30.000 Leute sind, allein schon, wenn ich mir die Videos anschaue,
Da ist es schon richtig laut und wenn man da spielt, muss man einfach auch mental auf der Höhe sein und darf sich da nicht in die Hose machen, nur weil da ein paar Leute schreien. Also das ist natürlich für mich, ist das eigentlich der Grund, warum man Fußball spielt. Es ist ein volles Stadion, es geht um was, es ist Spannung in der Luft. Beide Mannschaften sind ganz ordentlich drauf und da hat man gleich mal einen höheren Puls, wenn man gerade schon mal den Platz anschaut. Was waren denn in Ihrer Karriere so die Highlight-Spiele, so von den Stadien, von der Atmosphäre her und was können Sie daraus den Spielern noch vielleicht mit auf den Weg geben? Immer nur Hansa Rostock, nur hier im Ostseestadion. Das waren immer die Highlights. Nein, das bringt ja nichts, wenn ich denen sage, ja früher und dann rollen die alle mit den Augen und sagen, ja noch einer, der immer von früher erzählt. Früher ist früher und Samstag ist Samstag und die Vergangenheit ist weit weg. Es zählt nur das, was in Dresden passiert und es wird eine andere Stimmung sein als vor 15 Jahren. Früher interessiert mich nicht mehr. Alles beantwortet? Nee, doch nicht. Achso, dann machen wir erstmal Sönke. Ja, dann stelle ich nochmal eine. Peter Vollmann hat, glaube ich, letzte Woche dem Uwe Neuhaus schon zum Aufstieg gratuliert. Das fand er nicht so lustig. Glaubst du, dass Dresden noch zu stoppen ist auf dem Weg? Ich werde mir auf jeden Fall nicht gratulieren. Also die sind dann halt aufgestiegen, wenn sie aufgestiegen sind. Aber mir ist eigentlich auch ganz egal, ob die das und wann die das machen. Also ich glaube nicht, dass die noch da oben wegzuholen sind. Und da muss man ja schon sehr vermessen sein. Also die sind vermutlich, ist denen die Meisterschaft nicht zu nehmen, völlig zu Recht auch. Aber ich werde sicherlich nicht gratulieren. Gut. Adrian? Spieler hat gesagt, eine besondere Atmosphäre jetzt in Dresden ist dann eben auch noch diese extreme Lautstärke. Wenn da 30.000 Leute sind, dann macht es das auch ein bisschen schwieriger, Kommandos zu geben, überhaupt sich mit dem Mitspieler zu verständigen. Sehen Sie es ähnlich? Sehen Sie dann vielleicht auch Probleme, Ihre eigenen Mitspieler von der Seitenlinie zu erreichen? Ich habe gar keine Mitspieler, ehrlich gesagt. Ich habe nur richtige Spieler. Also meine Mitspieler sitzen meist neben mir. Das ist der Uwe Ehlers und die Jungs vom Trainerteam. Das müsste auf die kurze Entfernung möglich sein. Aber mein Gott, das ist doch super. Also ich habe lieber so ein Luxusproblem, als wenn ich vor 1250 Leuten irgendwo auf dem Dorf spiele und jedes Wort, was ich sage, wird verstanden. Also man muss einfach sowieso die ganze Zeit wach sein. Die Abläufe sind ja gegeben und die müssen sitzen und die Spieler müssen einfach hell wach sein. Und man kann natürlich auch jemandem mal eine kurze Anweisung geben, wenn er neben einem steht. Und das sollte auch in Dresden möglich sein. So schlimm wird es dann wohl doch nicht werden. Hoffentlich. Wer weiß. Von Lautstärke meine ich. Und ich habe noch eine Frage. Christian Dorder hat ja nach längerer Verletzungspause und nach ein paar Spielen in der zweiten Mannschaft am vergangenen Wochenende sein Comeback sozusagen gegeben. Hat es auch, denke ich, ganz ordentlich gemacht. Werden Sie sicherlich die Meinung teilen. Hat er jetzt seinen Stammplatz zurück? Da hat er ja vorher gespielt auf der linken Seite, auch in der Hinrunde. Und was ist mit Micha Gadowski, der jetzt ausschließlich das ja auch eigentlich ganz vernünftig gemacht hat? Hat man da tatsächlich jetzt sogar auf einzelnen Positionen die Qual der Wahl dann? Das ist so, aber Christian hat jetzt einmal erst gespielt, der war sehr lange verletzt und ja, mit Stammplätzen tue ich mich grundsätzlich schwer, weil wir natürlich eine große Gruppe haben und man hat es auch gesehen in den letzten Wochen, es ist fast jeder zu ersetzen und jeder muss halt im Training auch immer wieder was anbieten und auch in den Spielen und wenn ein Spieler gut spielt, dann gibt es ja jetzt nicht so richtig viele Gründe, ihn aus der Mannschaft zu nehmen. Sönke? Könnte jetzt peinlich sein, aber warst du als Trainer schon mal in Dresden? Ich weiß nicht, mit Regensburg nicht? Nee. Also Premiere für dich dann? Ja. Als Spieler auch keine Erfahrung gemacht mit Dresden? Nee, die waren da zu der Zeit nicht in der Bundesliga. Hast du denn da schon mal auf der Tribüne gesessen als Beobachter oder so? Weil das ist nee, auch nicht. Ich habe die Spiele von Dresden, die letzten beiden, habe ich nur auf Video gesehen. Weil wir halt auch zeitgleich gespielt haben. Für dich also auch ein Highlight denn? Mal schauen. Also, ja, das wird bestimmt toll. Also 30.000 Leute, für mich ist nur, ja, wie ist das Ambiente, wie ist die Stimmung und das Wichtigste ist, wie spielt unsere Mannschaft. Ich möchte einfach, dass die Jungs da wirklich auch Spaß haben und sich den Spaß so ja, einfach auch abholen können, indem sie ein gutes Spiel zeigen. Also nur, weil man da in Dresden vor 30.000 spielt, das ist ja nicht unbedingt ein Vergnügen grundsätzlich. Also das muss schon alles auch passen. Also man muss so ein Flirren merken in der Luft und man muss die Spannung merken bei den Spielern und totale Konzentration und ich möchte einfach nicht, dass sich da jemand in die Hose macht, weil das wäre komplett der falsche Ansatz.
Gut. Okay. Okay. Dann sieht es so aus, als wären wir durch. Vielen Dank allen Fans, die mit nach Dresden fahren. Bitte nochmal auf unsere Homepage gucken. Wir haben einige, wir sind, glaube ich, mit durch. Hallo und herzlich willkommen dem NDR Fernsehen auch. Wir haben Faninformationen auf unsere Homepage gestellt. Bitte noch einmal durchlesen. Ansonsten sehen wir uns am Sonnabend in Dresden. Vielen Dank für euren Besuch. Ja.